Wir wollen den Reverse Weather Balloon bauen. Das heißt, wir machen eine Top-to-Bottom-Messung der Atmosphäre und möchten eben von oben nach unten arbeiten. Und das Ganze aber ohne Fallschirm. Man würde jetzt vermuten, okay, man nimmt eine Box, eine Kasten, keine Ahnung, und hängt es einfach an einen Fallschirm und lässt ihn fallen. Das wäre die einfachste Lösung. Man hat aber gewisse Probleme mit Fallschirmen. Da gibt es Windprobleme. Fallschirme sind sehr lästig in der Handhabung. Die mögen es nicht, wenn es warm ist. Die mögen es nicht, wenn es nass ist. Um das ganz simpel zu sagen. Und wir haben uns überlegt, wir lassen uns jetzt vom Ahornsamen inspirieren. Das hat jeder schon mal gesehen, vom Baum runterfallen, praktisch von der Natur, die Inspiration. Und das primäre Ziel ist dann weniger Richtung der Messung der Daten, ich glaube, Sie glauben uns alle, dass wir Temperatur messen können, sondern mehr, wie können wir eine möglichst geringe Aufschlaggeschwindigkeit erreichen, weil das DLR, das uns bei dem Projekt unterstützt, gesagt hat, okay, ist eine super Idee, aber denkt dran, eigentlich ist es super für Zurückbringen von der ISS, irgendwelche Proben schnell zurückbringen, von Satelliten etwas zurückbringen einfach. Die haben die Idee super gefunden und wollten, dass wir uns nicht nur darauf beschränken und haben dann daher gesagt, ja, machen wir, kein Problem. Genau, das Rexus-Pexus-Projekt, wie ich schon gesagt habe, wird vom DLR und vom SNSB mit Beteiligung der ESA durchgeführt. Das ist jetzt etwas kompliziert. Das heißt, eigentlich würde das DLR und das SNSB dieses Projekt gemeinsam durchführen. Das SNSB, also Swedish National Spaceport, bekommt die Plätze aber in der Regel nicht voll, weil so viele schwedische Projekte sich dann doch nicht anmelden. Und dann dürfen eben auch aus allen ESA-Nationen sich Teams melden und praktisch einen Platz in der Rakete oder in Ballons, das ist auch möglich, jedes Jahr wird das durchgeführt, bekommen. Wir haben uns für die Rakete entschieden, wir sitzen sogar in der Spitze der Rakete. Die Rakete ist eine alte Kriegsrakete, Orion 5, kann eine Nutzlast von 95 Kilo in etwa tragen. Es kommt immer darauf an, wie schwer die Experimente sind, dann kommt man eben auf 90 bis 80 Kilometer Höhe. Ja, und die Studentengruppen melden sich an, das wird evaluiert von Ingenieuren, die das schon jahrelang machen. Und dann wird eben gesagt, ja, darf mitfliegen oder nein, leider nicht. Wir sind dabei und bauen den Space Seat. Der Space Seat ist jetzt der Teil, der praktisch von der Universität Würzburg gebaut wird. Ja, es stehen ein paar, Formatierung ist auch da ein bisschen schief gegangen, Eckdaten da, der wird ungefähr einen Durchmesser von 80 Millimeter haben, ungefähr eine Länge von 35 Millimeter und eine Spannweite bis zu einem halben Meter. Die Flügel müssen natürlich eingeklappt sein, weil in der Spitze der Rakete ist nicht so viel Platz. Der hat einen Durchmesser von 36 Zentimetern ungefähr, also 14 Zoll ganz genau. Und das Gewicht hat maximal 2,1 Kilogramm. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir maximal sagen können. GFK, CFK sind die Hauptteile. Die Flügel sind aus CFK, einfach weil eine sehr hohe Biegebelastung darauf wirken wird. Und der Rest ist aus GFK gebaut, um Funkdurchlässigkeit zu garantieren. Wir haben sogar ein Teil, das ist dieses Teil, das hier auch blau eingezeichnet ist. Das wird aus Aluminium 3D gesintert. Jetzt haben wir eine Kooperation, dank der Frau Gitsch. Ich habe mich bei der Frau Gitsch gemeldet, einfach weil ich Österreicher bin, gefragt, wie schaut es aus mit einem Sponsoring? Hat es geheißen, ja gerne. Aber nur, wenn ein großer österreichischer Anteil dabei ist. Und das war für mich kein Problem, das war mir eher eine Freude, weil der technische Teil an unserer Universität leider etwas schwach ausfällt. Und so haben wir das Space Team gefunden. Gut, ein Space Seat braucht einen Deployer, braucht eine Halterung in der Rakete. Das kann man nicht einfach einwerfen, wie man einen Fußball in den Kofferraum einwirft. Haben wir natürlich das FMS, Flight Management System, das wurde heute auch schon angesprochen, wenn ich mich nicht irre. Das regelt einfach den Flug und wir haben eine ganz spezielle Version, ich glaube FMS 3D heißt es für uns, genau. Und auch die Raketen, die das TU Wien Space Team baut, werden für einen Testflug verwendet und das wird uns jetzt der Sebastian vorstellen. Danke dir. Hallo, ich bin der Sebastian. Ich fange mit dem Deployer an. Die Würzburger haben von Anfang an relativ hohe Anforderungen an den Deployer gestellt. Leicht soll er sein, er soll in die Spitze passen, natürlich hohe Vibrationen, hohe Temperaturen treten auf während des Starts. Ich darf einmal ungefähr das Konzept erklären.
Ganz links sehen Sie den Deployer in der Spitze eingebaut im geschlossenen Zustand. Da stecken dann die Space Seats innen drinnen. Die Space Seats spannen Carbonfedern vor. Mittels pyrotechnischer Line Cutter wird dann dieser Deckel geöffnet und die Space Seats werden über die Federn einfach hinausgeschossen. Dann gehe ich weiter zu unserem Flight Management System. Mittlerweile in der 5. Generation. Heißt bei uns noch FMS 3.2. Ihr bekommt ein bisschen eine modifizierte Version. Wir haben da einige Sensoren drauf verbaut, ein IMU, GPS, Barometer, Temperatur, Accelerometer. Auf Deutsch, wir messen damit alles, was während dem Flug so abgeht. Und es ist quasi unser Bordcomputer. Wir haben eine serielle Schnittstelle UART für unsere Telemetrie. Und es ist sehr klein, also 65x50 mm, es ist wirklich winzig und hat sich auf mittlerweile rund 30 Raketenflügen bewährt, wie von Christian schon angesprochen, auch im Überschall. Und wir wollen natürlich auch die Hardware von Daedalus bei uns in den Raketen testen und ich glaube, dass wir auch da genügend Erfahrung mitbringen.